Was geht, Leute? Willkommen zurück zu The Quarry. Willkommen, Leute von Muss Taktik. Willkommen, Leute von Ya Bros. Ich mache Antwort für beide, weil sonst hier wieder ein bisschen komisch mit Schneiden und so. Leute, wir sind ja letzte Folge hier stehen geblieben. Wir sind eingebrochen, sage ich mal. Auch wenn es richtig komisch war, irgendwie. Aber wir haben unsere Taschen geklaut. Und ja, ihr seht, Muss Taktik rennt schon hier links und rechts rum. Willst du auch noch Schaukel. was dazu sagen? Ja, Leute, auf jeden Fall abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut bei beiden unten in der Videobeschreibung. Yes, yes. Also, Los, ich fange der auf jeden Fall. Fall an. Yes. Oh, das war doch Klein Isis. Ich will ein Spiel spielen. Ah, Leute, wir haben vergessen zu sagen, wir sind nur zu zweit ohne ohne Du gehst zurück zu Isi. Ruskama. Wir klauen einfach, reicht ja nicht, dass wir schon eingebrochen sind. Ja von den Kindern hier, als ob die Kinder wieder zurückkommen. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Freakshow. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Sonst gibt es hier nichts mehr, okay. Ja, gut. Auf jeden Fall, was ich jetzt noch so sagen will, ist, wir müssen auf jeden Fall, beziehungsweise ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall das mit dem Dinger üben. Mit dem Quick Nochmal. Time Achso, Events ja, das da. wissen wir alle, das wissen wir alle. Verkackter Übel, ey. Da kannst Dylan du halt wird sich sagen, nicht okay. freuen, dass die Kids den hier liegen gelassen haben. Copyright. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Na, nichts. Ach dann, da kommt irgendwelche Musik jetzt. Gar, ich weiß nicht. Ach so, das würde eh leuchten, wenn ich dahin könnte, ja. Yeah. Ja. Wir müssen halt diese Karten auch finden. Sache ist, die laufen immer so langsam. Ich kann nicht rennen oder so. Oder beziehungsweise so ein bisschen schneller laufen. Also falls was, ich sag auf jeden Fall Bescheid. Ja, mal gucken, was ist. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Brücke. Achso, da geht's zu Dinger, gell? Da geht's so lang. Ich glaube, da steht doch diese, wie heißt die Ja. nochmal? Ich habe vergessen, wie die heißt. Ja, ist noch neu. Die Namen müssen wir jetzt erstmal noch kennen. Ah, Lernen. da. Ich glaube, Shootingstar. Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Hast du sonst noch irgendwas gesehen gehabt? Nee, hab ich nicht. Ja gut, okay dann. Die Tasche ist auf jeden Fall anders. Ja, Mann, mit diese Flügel und so. Fledermaus-Tasche ein bisschen. Kommt mir auf jeden Fall so Was rüber. geht denn? Kann es losgehen? Was ist das für eine Kette? Ja, ich habe nichts Besonderes gesehen. Los John. geht's. Der hat einfach diese Dinger, dieses Schloss als Kette. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter.
Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Oh shit. Ich hab's verkackt. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry, sorry. Ich hab's wieder verkackt. Wie muss man das machen? Okay, dann. Du musst direkt, glaube ich, Kreis drücken und dann die Richtung an den Stick. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Oh. Da bin ich nicht dabei. Das ist auch nicht irgendwie. Bei solchen Spielen eigentlich nicht. Ich mach keinen Umweg. Buh, Daumen runter. Sie warten alle auf uns. Nick wird schon nicht gehen, ohne sich zu verabschieden. Scheiße, Abby! Ich hab wieder verkackt. Hab ich es etwa überfahren? Ey, wie funktioniert das? Das sieht nicht gut aus. Was soll ich tun? Was macht die? In seinen Leitbänden. Emma, ich kann nicht. Abby, es leidet nur. Boah, das ist scheiße, ey. Das geht schon in die Psyche rein. Das ist halt, wenn man verkackt, ey. Schwierig. Schwierig. Ich weiß, es macht die Psyche kaputt, aber ich denke halt auch, keiner entscheidet sich für irgendwas. Du kannst auch zum anderen machen, dann weiß man ja nicht, was kommt. Ja, doch, sehr interessant. Hey, dieses Drücken, ich check, muss man das davor oder wenn es in das Ding in dem Kreis kommt? Du musst direkt drücken, wenn es kommt, direkt Kreis und dann mit Stick. Ich glaube, so funktioniert das. Weil so oder gleichzeitig. Nee, gleichzeitig. Ist okay. Nee, erst ist Kreis und dann. Akku, also. Okay. Oh, gedrückt halten, gell? Ja, ja. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. Edge, bevor wir fahren. Eh. Hi, Nick! Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte! Na los! Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Hä? Das kann ich gar nicht. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke.
Wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Ja, hab gerade auch dorthin gedrückt. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miecht wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du doch nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ach ja, kennst du eine coolere? Ja, nein, ich meinte, das ist nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, ehrlich, Alter, ist nur so falsch rausgerutscht. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen, der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los! Schwingt endlich die Hufe! Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf! Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Verstehe. Ja, Bock auf Stress. Cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören. Der Mr. H hat bei Scream mitgemacht als Polizist, ey. Wie war Scream? Scream, Maske, Scream. Du, Chris, Film. Ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Hey. Weil du Horst bist.
Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Ich finde den Schlüssel nicht. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Ja, gut. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Ja, jetzt geht's los, ey. Den Nachhaken. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Vor was gefährlich? Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Kann man sowas über sie. Da
Alter, aber übel heilig, ey. Es ist schon dunkel, kann es sein? Ja, sieht so aus. Ah, nein. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du deinen Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, ach, los geht's. Wir haben doch Dinger mit den Kanak-Dinger genommen. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding stimmt. Ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Jawohl, geschafft. Jawohl. Endlich. Jetzt weiß ich, wie es geht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Gleicher Gedanke. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Ich verstehe gar nichts, ey. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar, wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter,
Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien es wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Ist schon gut. Wir haben's kapiert. Schon klar. Du willst brav sein für Daddy. Ja, okay. Fresse, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Es wird ganz chillig. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Geil. Natürlich. Sieht aus wie ein Jagdgewehr. Ja, Mann. Oha, wer ist das? What the... Guckt rein. Und der riecht dran. Riecht das, ey? Ist der voller Blut, oder? Ist das? Ja, das ist Blut. Alter. Was steht da? Hunting Season. Achso, ja. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Will ich mehr sehen? Das wäre so ein bisschen Dinger weggenommen. Ja, komm. Interessiert mich jetzt aber auch. Darauf habe ich gehofft. Oha. Was ist das? Was? Tresor? Was war das? Du gehst was besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und
Suche nach meinen Karten. Der hat das Teil aufgemacht und dann ist, glaube ich, irgendwas geplatzt, habe ich das Gefühl. Ja. Aber Leute, wie ihr schon seht, Kapitel 1 abgeschlossen. Das war's mit der Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Also bei mir und bei den Bros. Harde. Ja, harde.